Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Filofax Dekorationsvideo. Ja, ich habe mir mal wieder meine Washi-Tapes rausgelegt, die ich verwenden möchte. Ihr seht sie hier. Ich weiß noch nicht, ob ich alle verwenden werde. Ich habe hier noch so ein ganz dünnes rotes und das hier von der lieben Patricia, das hat sie mir ja gestempelt. Dann habe ich meine Farben hier und eine Farbe fehlt. Pink fehlt. Muss ich noch holen. Und das ist mein Kalender selbstverständlich. Ja, wir fangen einfach mal gleich an. So, wir beginnen einfach mal. Ich habe hier noch ein Post-it mit Sachen, die ich mir merken muss. Und wie immer werde ich jetzt einfach wieder Musik drüber legen und einfach mal starten. Vielleicht sage ich das nur vorweg. Ich benutze wieder meine Schere, weil ich einfach überhaupt nicht mit diesem Cuttermesser zurechtkomme. Und deswegen machen wir das einfach weiterhin so. Okay, los geht's. So, und schon haben wir unsere Woche gestaltet. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum da zum Beispiel Trommeln steht. Ja, es sind ja Herbstferien. Ich habe euch schon mal gesagt, ich arbeite in einer Schule. Aber wir haben trotzdem geöffnet und verschiedenste Programme. Und die habe ich mir einfach mal so aufgeschrieben. Ich möchte am Mittwoch auf jeden Fall ein bisschen Glamour Shopping Week Shopping machen. Da schreibe ich mir vielleicht auch einfach mal für den Freitag noch auf. Weil ich möchte auf jeden Fall, ups, klebe ich fest, etwas shoppen gehen. Was ich am Wochenende vorhabe, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt, wie ihr seht, nicht alle Washi-Tapes verwendet. Aber ich finde, eigentlich so ist es ganz stimmig geworden. Hier oben habe ich eben meine Arbeitszeiten aufgeschrieben. Und ich habe 2 Tage frei. Yay! Liegt einfach daran, dass ich normalerweise einen Halbtagsjob habe. Und wie ihr hier oben sehen könnt, oder auch nicht, hier. Ja, sind das mehr Stunden und um diese mehr Stunden abzubauen, habe ich 2 freie Tage die Woche. Und zwar Mittwoch und Freitag. Und Freitag finde ich ziemlich cool. Ich meine, hallo, schon wieder ein langes Wochenende. Jo, so sieht's aus. Ich mache die Dinger jetzt in meinen Kalender und dann zeige ich euch mal nochmal diese YouTube-Ideenblätter, von denen ich euch letzte Woche erzählt habe, weil ich habe sie gestaltet und ich habe sie sogar schon etwas ausgefüllt. So, und so sehen die Einlagen aus, wenn ich sie drin habe. Nicht die Einlagen, die Dinger. Und jetzt hole ich euch, glaube ich, etwas nach oben. Und wir gehen mal weiter. Job. Und hier sind wir schon bei YouTube. So, und zwar habe ich mir hier oben immer solche Flaggen quasi gestaltet. Und habe hier unten dann jeweils immer noch so ein paar Icons hingemacht. Und eben liniert. Wie gesagt, Filofax. Ich decke das jetzt, glaube ich, einfach mal zu, damit ihr nicht seht, was ich geplant habe. Und dann habe ich eben hier unten den Kussmund. Dann habe ich hier oben Nails. Und hier unten Nagellacke.
Dann zum Thema Garten. Spielt jetzt im Moment immer noch gar keine Rolle, einfach für den Frühling schon wieder, weil ja, da geht es wieder aufs Neue los. Und da habe ich hier unten eben so eine Gießkanne. Dann Thema Kochen. Da habe ich hier unten ein Cupcake. Thema DIY mit einer Schere. Und dann habe ich hier noch einen Random-Ordner gemacht, einfach weil ich manche Ideen habe und nicht genau weiß, in welche Kategorie ich die rein machen soll. Und dazu haben wir hier unten einen Anker. Ja, das war das Video zur Gestaltung der Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe einen Kommentar erhalten, dass es gewünscht wurde, jede Woche so ein Video zu geben. Ach Gott, was war das für ein Deutsch? Ihr wisst, was ich sagen will, glaube ich. Leider habe ich nicht mehr Rückmeldung bekommen, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und ja, jeden Sonntag wird es das jetzt geben. Ich zeige euch noch mal ein bisschen hier meine Gestaltung. Ich weiß, es gibt bestimmt Leute, die 3 Millionen Sticker da noch reinmachen und To-Do-Listen, Sticky Notes und hast du nicht gesehen. Aber ich bin irgendwie einfach so ein bisschen eher ein einfacherer Typ, sage ich mal. Und ich mache mir das halt dann so schön, wie es mir gefällt. Und eben dann mit verschiedenen, in Anführungszeichen, Schriftarten. Ja, ich bin kein Computer, aber ich versuche das eben dann immer ein bisschen verschieden zu gestalten. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ach ja, ich habe ja diesmal doch wirklich Sticker hier verwendet. Und genau, ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Woche morgen. Macht's gut und bis bald.